Hallo, ich bin Sonja Kleindorfer und wir sind hier an der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle, wo wir das Leben der Graugänse erforschen. Diese Graugänse sind schon seit 50 Jahren beobachtet. Wir haben also komplette Informationen über alle Nachkommen, sprich den Erfolg von jeder Graugans. Und das ist unerhört für eine freilebende Tierart, dass man so viel über jedes Individuum weiß. Das ist Igor. Igor ist einer unserer jüngsten und kleinsten momentan noch. Und Igor ist sehr neugierig. Wir verbringen den ganzen Tag draußen mit den Gänsen. Also wir verwandeln uns im Prinzip selbst in Gänse. Es ist sehr wichtig, dass zwischen Mensch und Gans eine möglichst enge Beziehung entsteht, weil einerseits sind kleine Gänse davon abhängig, dass sich jemand um sie kümmert und auf ihre Kontaktrufe reagiert. Das ist essentiell für ihre emotionale Entwicklung. Andererseits sind sie dadurch dann an Menschen sehr gewöhnt und handsam. Und dadurch können dann sämtliche Verhaltensforschungsexperimente durchgeführt werden in ihrer Entwicklung von Gössel zur ausgewachsenen Gans, was sonst niemals möglich wäre. Jeden Tag fliegen die Graugänse weg in Subgruppen zu neuen Wiesen, zum Fressen oder zu neuen Schlafplätzen. Und es gibt eine Gans in Führungsposition. Und diese Gans in Führungsposition hatte niedrige Werte für Aggressivität und hohe Werte für Mut. Und ich habe sie Influencerin bezeichnet, denn sie wird definiert als die Anzahl der Follower. Welche Eigenschaften hatten die Follower? Und das war so ein Aha-Moment für mich in der Wissenschaft, weil sie machen ja gar nichts, sie folgen ja nur, sie sind ja nicht innovativ, dachte ich. Aber es sind genau die Follower, die hinter dem Spiegel geschaut haben und die sich neue Objekte genähert haben. Das waren also genau die Graugänse, die hohe Werte für Erkundungsfreudigkeit hatten. Und wenn sie also zu neuen Wiesen gehen, dann nehmen die erkundungsfreudigen Follower die neue Information auf neue Pflanzen, neue Entdeckungen und bringen sie dann als neue Tradition in der Schar. Und wir wissen auch die kognitiven Mechanismen dazu. Soziale Imitation und Stimulus Enhancement. Und das ist richtig spannend, das alles beobachten zu können an dieser doch so gut erforschte Grauganspopulation. One of the things we noticed about them in the adult geese is that each individual has a very distinct personality. And what we're interested in here by studying the goslings is to ask at what point of development do these personality traits first emerge? Are they born with different personalities? Or do they develop them later in life? So to measure personality in the goslings, we use a range of techniques. Some of them involve just watching the geese as they go about their day, and we supplement these observations by doing experimental behavioral assays. And so even at that very young age, we're seeing that these personality traits do exist, which suggests that they are at least partially genetically inherited. Wir müssen immer aufmerksam sein und schauen, ob irgendwelche Prädatoren in der Nähe sind. Füchse oder Krähen oder Raben. Von dem her müssen wir gut auf sie aufpassen, damit sie nicht gefressen werden. Der letzte gemeinsame Vorfahr zwischen Graugans und Mensch war vor 310 Millionen Jahren. Und weil wir aber trotzdem bei beiden Systemen so starke Individualität und Gruppenleben finden, dann deutet das darauf hin, dass da ein sehr starker Selektionsdruck ist für Vorteile für Individualität und Gruppenleben. Und das untersuchen wir bei den Graugänsen.